uns gedacht, also jetzt haben wir ja euch alle hier sitzen und wir haben das so selten, dass wir auch die beiden hier zusammen sitzen haben. Wir würden jetzt gerne eine Schnellfragerunde mit den beiden machen. Also pass auf, seid ihr bereit? Wir fangen mit Anna an. Gut, du das Spiel schon? Na, ich fange an und ihr beendet. Aber mit Tempo eben. Gute Songtexte fallen mir am ehesten ein, wenn ich mir einfach Zeit dafür nehme. Gab's keinen Film und oder gäb's keinen Film und keine Musik, dann wäre ich eben ein guter Frauenarzt. Sofort gute Laune macht mir mein Mann. Als ich 50 wurde, da habe ich mir gesagt, Scheiß drauf. Auf doofe Fragen gebe ich meistens eine ganz schlaue Antwort. Sehr gut. Ein Song, der mich beim ersten Mal weggeblasen hat, war? Gott, ein bisschen peinlich. Ne? Solche Songs sind oft peinlich. Mhm. Aber es war tatsächlich ein Song von Aerosmith. Und weißt du noch? Mhm. Oh. I don't want to miss a thing. Und ich sag jetzt mal, das liegt vielleicht weniger an dem Song als mehr, dass wir da zusammenstanden. Ist das euer Lied? Tatsächlich. Ja, das ist so. Tatsächlich unser Lied. Aber das bleibt unter uns. Nein, das darf nie nach außen dringen. Du hast es jetzt voll ausgeplaudert. Am Sonntagabend bei uns zu Hause um genau 20.15 Uhr läuft meistens nicht der Fernseher, weil wir Hunde und Kinder haben und jede Menge zu tun. Der perfekte Feierabend lässt sich in drei Worte packen: Pizza, Bier. Und knutschen. Oh, wir hätten doch eine Pizza bestellen sollen. Dankeschön. Pizza, Bier und knutschen.